Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das neue Unboxing von der Lookfantastic Box für dich. Die habe ich im Jahresabo und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das hier ist jetzt tatsächlich die Oktoberbox und ja, heute ist der 5. Oktober. Montag ist tatsächlich die Box gekommen. Normalerweise kommt bei uns montags keine Post. Sehr, sehr interessant. Ja, für euch jetzt eher nicht so interessant, aber es ist gut, dass sie jetzt da ist, denn jetzt kann ich sie mit euch zusammen aufmachen. Wie gesagt, ich habe die im Jahresabo, die kostet so, ich glaube, wenn man die im Jahresabo hat, monatlich 15,50. Sammy chillt sich hier auch schon neben mich. Und ich glaube, wenn du die im flexiblen Abo bestellst, also dass du dir die jederzeit kündigen könntest, kostet die 20 Euro pro Box. Okay, im Deckel steht, ich glaube, das Motto, Relax, Dream, Enjoy. Entspanne, träume und genieße. Ja, da bin ich mal gespannt, ne? Also mein Nagellack passt heute tatsächlich auch sehr gut zur Box. Da habe ich von Trended Up zwei verschiedene Nagellacke. Einmal so ein ja, ganz normal schlicht lilafarbenen und einen etwas schillernderen. Und ja, habe ich tatsächlich nicht so geplant. Den habe ich schon seit ein paar Tagen drauf. Nissemi, den habe ich mir Samstag um 3 Uhr nachts, glaube ich, drauf gemacht. Ja, so schaut die Box aus, wenn man den Deckel entfernt. Da haben wir jetzt endlich wieder ein Heftchen drin, wo drin steht, was drin ist. Und hinten haben wir dann auch meistens nochmal einen Sneak Peek. Dieses Mal für die November-Box. Und da werden wir von Naobeide Detox Oxygen Light Cream Produkt drin haben mit einem Wert von 16 Pfund. Die Preise, die hier drin sind, sind auch in Pfund angegeben. Und ja, ich rechne das dann zum aktuellen Kurs um oder ich schaue auf der Lookfantastic Homepage einfach mal nach. Da gibt es ja auch immer ganz normal die Produkte im Onlineshop zu kaufen. Na, das schauen wir mal. Okay, so. Hier ist einmal die Box und die ist relativ leicht, weil wir haben hier recht hochwertige Produkte drin. Das heißt, gleich liegt Sammy bei mir auf dem Schoß, Leute. wir haben hier dekorative Kosmetik drin von sehr interessanten Marken und wir haben hier auch Pflege mit drin, aber meistens in kleineren Größen, weil hochwertiger. Okay, das Ganze ist mit einem Klebi zugemacht und einem Seidenpapier. Das Ganze öffnen wir hier einfach mal und ja, da haben wir direkt ein Produkt von Glove, was uns anlächelt. Oh, das finde ich klasse. Das ist ein Hair Wrap. Und das benutze ich wirklich gerne. Habe ich tatsächlich auch schon, ich glaube sogar eins von Glove oder so. Nee, nicht von Glove, von einer ähnlichen Marke. Wo ich halt nach dem Duschen meine Haare reinmache, um die besser trocknen lassen zu können. Das ist so ein Mikrofasertuch. Und da habe ich mir auch schon von, boah, Brushworks oder so, mal im TK Maxx was auf dem Markt gekauft. Also ich freue mich gerade richtig darüber, dass das hier mit drin ist, weil ich habe halt lange Haare. Und ja, das macht man sich dann halt über den Kopf. Ganz normal nimmt man das, macht sich das, warte, muss kurz denken, so rum. Dann mache ich hier unten immer meine langen Haare rein, dann drehe ich das. Dann ist hier unten auch immer so ein Knüppel. Den nehme ich mir, drehe das dann hier noch so ein bisschen weiter, dass es besser gedreht ist. Und dann ist hier hinten noch so ein Knopf, da kann man das dann drum machen. Und dann kann man die Haare dann trocken lassen. Total super. Also ich finde das richtig, richtig gut. Und normalerweise ist es auch ein bisschen anders, weil jetzt habe ich ja Bommel und so. Aber so sehe ich schon sehr, sehr cool aus, finde ich. Ne? Normalerweise hast du die sonst immer so, oder hat man sich sonst immer so mit einem ganz normalen Handtuch, ja so ein Turban gebunden. Nö, das finde ich jetzt gerade klasse. Und das ist wirklich schön groß. Ja, dieses Glove, das ist jetzt nicht so wunderschön draufgestickt, aber das ist für mich jetzt nicht so relevant. Für mich ist es gerade richtig, richtig gut, dass es so lang ist. Ne? Auch wenn ich tatsächlich auch schon, ja, ich habe überlegt, mir meine Haare mal abschneiden zu lassen. Ich bin sehr gespannt, ob ich das auch hinkriege von meinem inneren Wollen her. Aber das ist so eine kleine Überlegung, die ich habe, mir vielleicht so einen Longbob schneiden zu lassen. Ich weiß es aber noch nicht. Ich traue mich einfach nicht, weil ich habe mein Leben lang einfach schon lange Haare. Egal. Ihr könnt mir ja gerne mal irgendwie eine Idee unten in die Kommentare geben, was mir vielleicht stehen würde. Vielleicht einen Link einfach mal reinsetzen, dann kann ich mir das mal angucken. Ne? Und ja, bin offen für Ideen, weil ich halt im Alltag viel meinen Bommel trage und es geht mir halt mittlerweile ziemlich auf den Keks, dass ich sie halt nicht im Alltag offen habe. Ne? Das ist immer ein bisschen schade. Okay, ich laber. Wir haben hier von Balance Me ein Produkt und das ist ein Smoothing, nein, ein Bakuchiol Smoothing Serum mit 7 Millilitern.
Ja, 7 ml ist ein bisschen wenig, ne? Aber ich glaube, dass es eine relativ hochpreisige Marke ist. Deswegen, ne? Balance Me, habe ich ja eben auch gesagt. Kleine Produkte von teuren Marken. Ich weiß nicht, was es kosten wird. So ein Serum hat ja normalerweise 30 ml. Das heißt, du hast ein Fünftel von einem normalen Serum. Das heißt, ja, es wird vielleicht eine Woche bei mir halten, ne? Ja, da kannst du halt nicht so unbedingt herausfinden, ob das auch für dich richtig wirkt. Das soll entsprechend dein Gesicht dann ruhiger machen wahrscheinlich, ne? Ja. Also ich gucke mal noch mal ins Heftchen rein, ob da irgendwas noch dazu drin steht. Achso, wir haben jetzt hier übrigens die Retreat Edition. Das ist quasi die Regenerationsedition oder sowas. Heißt das Retreat? Weiß ich nicht. Ja. Gesundheit, Sammy. Oh ja, 11 Pfund kostet tatsächlich dieses. Gesundheit. Sagt ihr auch immer Gesundheit zu eurem Hund? Gesundheit. Es ist echt. Als wäre es ein Mensch, ne? Ja, so eine kleine Tube, 11 Pfund, ist schon ganz schön teuer. Also. Anti-Aging. Sanft. Sanftere Haut. Kollagen rein. Und die Linien und Falten sind weg. Jo, siehst du wohl. Okay, das nächste Produkt, was wir hier drin haben, ist von eCooking. Und eCooking ist eine ziemlich hochpreisige Marke. Gut finde ich tatsächlich, dass es eine Fußcreme ist. Und somit werden wir dann auch zusammen mit dem Glove-Ding von Kopf bis Fuß gepflegt. Das sind 30 Milliliter in dieser Fußcreme drin. Ich benutze jeden Abend tatsächlich eine Fußcreme. Sammy, willst du dich hinsetzen? Sonst machst du die ganze Zeit Geräusche, ich meine ja nur. Genau, und das mache ich mir, wie gesagt, gerne auf die Füße drauf, weil ich bin die ganze Zeit auf den Beinen, auf den Füßen und laufe und so. Und dann ist es doch irgendwie ganz nett, wenn man abends nach dem Duschen, bevor man ins Bett geht, nochmal schön die Füße eincremt, sie ein bisschen massiert und einfach, ne? Ich lasse auch gerne einfach mal meine Zehen knacken. Das ist dann auch mal ganz angenehm einfach. Ich glaube, es ist nicht gesund, aber ich mache es einfach gerne. Und mache ich aber auch nicht jeden Abend, dass ich die knacken lasse. Nur mal so. Egal, das ist auf jeden Fall ein veganes Produkt. Und ich kann ja mal dran riechen, ob das jetzt so. Es riecht extrem kräuterig. Okay, das riecht ein bisschen wie, als würde ich inhalieren. Ja, bin ich gespannt. So, dann haben wir hier etwas von Bubble Tea. Bubble Tea ist wohl eine Lookfantastic-Marke. Lookfantastic Beauty Box steht hier auch drauf. Oder die arbeiten zusammen, ich weiß es nicht. Earl Grey Bath Tea. Ja, 100 Gramm sind hier enthalten. Ich habe ja keine Badewanne. Ich mache ja ab und an mal Fußbäder, aber dafür benutze ich nicht solche Produkte. Ich habe zum Beispiel letztens in einem Tauschpaket auch was richtig Cooles bekommen. Das Tauschpaket kommt am Wochenende noch online. Genau, sowas verwende ich dann gerne. Halt einfach so Mineralkram einfach, ne? Und dann ins Fußbad, weil das ist mir einfach zu schade. Das gebe ich dann lieber in einen Adventskalender zum Beispiel für meine Stiefmama oder sowas. Und dann wird die sich auf jeden Fall drüber freuen. Ja, riecht man halt jetzt so nichts durch, aber Earl Grey Bath Tea hört sich auf jeden Fall schon mal sehr wohltuend an, oder? Ja. Das sind halt auch wirklich alles sehr, sehr schöne Entspannungsprodukte, mit denen man einfach mal wieder so regenerieren kann. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ja, und passend dazu haben wir hier auch noch von Starskin Eye Catcher Smoothing Biozellulose Eye Masks. Ich persönlich verwende jetzt in aktueller Anwendung. Eher so ein Pöttchen, das habe ich mal von Yesstyle zugeschickt bekommen. Da sind 60 Augenpads drin. Ne? Da hast du viel, viel weniger Müll, als wenn du diese Einmalanwendung hast. Also Starskin ist eine gute Marke, die werden auch garantiert total klasse sein. Aber ja, und das soll halt die Augenpartie weich zeichnen, was ich auch sehr schön finde. Aber wie gesagt, ich finde es halt schöner, wenn ich die in diesem Pöttchen drin habe, weil das einfach für mich so ein bisschen weniger Müll ist, ne? Ja, also deswegen. Aber es ist eine schöne Geschichte und es passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zum Thema. Dann liegst du in der Badewanne, machst du die Augenpatches drauf, hast dann deine Haare in so einem Turban, nachher kannst du dir eine Fußmaske machen und dir dann auch so dein Gesicht ein bisschen verwöhnen mit dem Serum. Also die Produkte passen sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zum dekorativen Kosmetikprodukt. Und zwar haben wir hier etwas von By Terry drin. Ich glaube, das war das Sneak Peek-Produkt im letzten Monat hinten auf der Karte. Ich weiß nicht, ob das ein Lipgloss oder ein Lipbalm ist. Komm, Sammy, wir gucken mal hier in das Heftchen rein. Baume de Rose Flaconette. Ja, das ist eine Travel Size, Travel Friendly Version, ja. Und was macht das? Lippenpflege. Ja, Lippenpflege kann man gut gebrauchen, ne? Das kannst du entweder alleine verwenden oder eben unter Lippenprodukte geben. Und das finde ich nett. Komm, wir riechen mal dran.
riecht voll pflegend. Also hier könnt ihr mal das Applikatorfüßchen euch anschauen. Sieht auch sehr, sehr nett aus. Also wirklich wie ein Lipgloss, der so, ne, abgeknickt ist. Also das gefällt mir definitiv. Da bin ich sehr gespannt. Das wird dann auf jeden Fall seine Anwendung finden. Was haben wir hier drin? Es riecht auch schön nach Rose übrigens, ne? Das mag ich gerne. Steht jetzt hier nicht drauf. Das, beziehungsweise doch, da. 2,3 Gramm. Ne? Ist halt die Reisegröße davon. Aber es ist wieder eine hochpreisige Marke. Ich bin da sehr, 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 sehr begeistert von. Und ich finde auch, dass diese Box extrem gut gelungen ist. Du hast normalerweise so 5 bis 7 Produkte in dieser Beautybox mit drin, eben aus den Bereichen Pflege, dekorative Kosmetik und vielleicht auch mal ein Tool, wie jetzt ja der Haarturban. Und ich finde, die haben die Box hier sehr, sehr gut gestaltet, ne, Sammy? Da können wir uns nicht beschweren. Ja, von mir auf jeden Fall ein Go. Und ja, ich habe auch einen Gutscheincode, den habe ich euch eben schon mal eingeblendet, den kann ich euch jetzt auch mal einblenden. Dann bekommt ihr die Box ein bisschen günstiger, das bekommt man halt, wenn man Abonnent ist, dann kann man halt so einen Gutscheincode bekommen, der ist dann direkt einfach im Kundenkonto drin. Und ich kann dadurch ein bisschen Points sammeln, kann dadurch dann zum Beispiel den Lookfantastic Adventskalender mir holen, der auch auf diesem Kanal vorgestellt wird, sobald er hier eintrifft, oder irgendwelche Special-Boxen mir holen oder einfach im Shop einkaufen. Da gibt es ja diese Marken, die Produkte, die ich euch gezeigt habe, kann man da halt einfach auch nachshoppen. Und ja, deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, dann, ne, schaut euch das gerne einfach mal an. Wenn euch die Box interessiert, dann schaut euch das gerne mal an. Schaut euch auch gerne die letzten Unboxings an, wenn ihr möchtet. Dann sieht man so ein bisschen, was da so immer so drin ist. Ne? Mal hat man eine geile Box, mal hat man eine nicht so geile Box. Ich fand die Box jetzt sehr geil. Hat mir extrem gut gefallen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!